Ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Try-on-Haul für euch. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, ich werde jetzt euch zeigen, was ich mir für den Frühling Schönes gekauft habe oder bestellt habe bis jetzt nur. Und werde die Sachen anprobieren. Ich habe bei Mango und bei ASOS bestellt und die ganzen Sachen sind wirklich super frühlingsmäßig. Ich fange an mit ASOS, weil die Sachen gerade gekommen sind und ich jetzt nicht abwarten kann, sie anzuprobieren. Vorab, ihr müsst eins wissen, ich bin jemand, der wirklich eine Sonnenperson ist und ich würde wirklich sterben dafür, irgendwo in LA zu wohnen, mitten in Kalifornien oder in Miami oder Australien oder Neuseeland, weil ich wirklich Sonne, Sommer, Palmen, blauer Himmel und sowas liebe, aber ich wohne nun mal jetzt in Ulm und da ist es sehr grau. Darum sind eigentlich alle Teile irgendwie damit verbunden. Und das allererste ist das hier. Das ist ein weißes T-Shirt, um mir die Zeit bis zum Sommer etwas zu verkürzen. Und es sagt hier Los Angeles, California. So viel dazu. Mehr brauche ich eigentlich nicht sagen. Das schöne Teil ist von Jacqueline de Jong und kostet 10 Euro. Jacqueline de Jong ist somit eine meiner allerliebsten Designerinnen überhaupt. Ich wusste nicht, dass das von der ist, aber es ist mal wieder typisch Lea. So, und das ist das erste T-Shirt. Das ist ein ganz normales T-Shirt, ist eigentlich auch echt in einer guten Länge. Das habe ich hier in einer Größe S bestellt. Und ich mag einfach die Schriftart total gerne. Ich habe jetzt gerade nur so eine schwarze Leggings an, aber mit einer hellen Jeans kann ich mir das wirklich sehr gut vorstellen. Und es ist eigentlich genau das, was ich wollte. Also dafür, dass ich es noch nicht anhatte. Ich habe extra ein Nude-T-Shirt angezogen, damit ich einfach alles drüber ziehen kann. Next ist wieder ein T-Shirt. Also ich habe wirklich fast nur T-Shirts bestellt, wundert euch nicht. Ist ein geringeltes T-Shirt von Selected in so einem Vintage-Creme-Weiß mit Hellblau. Okay, das Teil schreit Lea. Also falls ihr es nicht wisst, ich liebe Streifen. Ich bin wirklich, wirklich Streifen-addicted. Ich weiß, es sieht jetzt wahrscheinlich hier auf dem weißen Hintergrund nicht ganz so spektakulär aus, aber dieses T-Shirt hat einen wunderschönen Schnitt. Ich liebe hochgeschlossen. Ich weiß nicht, was ich damit habe, aber ich finde es einfach großartig. Stellt euch jetzt mal das vor mit einer bunten Kette und vielleicht einem kleinen Rock. Sehr schön. Mir gefällt es wirklich gut. Wie gefällt es euch? So, und wenn ihr gerade aufgepasst habt, dann wundert euch das jetzt nicht. Das dritte Teil von ASOS ist dieses wunderschöne gestreifte Kleid. Es ist so in so einem T-Shirt-Schnitt obenrum und untenrum hat es einen ausgestellten Rock. Okay, so sieht das Teil aus. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich habe ein paar Kilos zugenommen und habe das Ding in M bestellt. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob ich es nicht hätte in S bestellen sollen. Ich mag die Länge. Aber im Moment, finde ich, sieht das hier hinten an meinem Po ein bisschen komisch aus. Ich zeige es euch auch mal von hinten. Sagt mir bitte eure wirklich ehrliche Meinung. Ich finde es eigentlich wirklich total leer. Schon aus diesem Grund sollte ich es nehmen. Es hat Streifen, es hat Rüschen und es hat einen T-Shirt-Schnitt und es ist hochgeschlossen. Und das ist von Vila, auch eine meiner allerliebsten Lieblingsmarken. Und last but not least eine Trainingshose. Und zwar von South Beach Body. Die habe ich in S bestellt. Und die hat so coole Netzeinsätze. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier sehen kann. Gott, ich bin so froh, dass ich S bestellt habe. Die passt wie angegossen und fühlt sich richtig super an. Ich finde den Look mit diesen Streifen so cool. Ich habe das schon so lange gesucht und das hier ist jetzt wirklich auch mal eine bezahlbare. Die hat, glaube ich, nur etwas über 20 Euro gekostet und ich bin echt begeistert. Ich habe jetzt gerade mal meinen Top so ein bisschen hoch gemacht, damit ihr seht, wie das aussieht und wie hoch die geht. Die ist echt super bequem, also die schneidet nicht eins, könnt ihr ja auch sehen. Richtig geil. Also wer so eine sucht, ich packe euch auf jeden Fall alle Links unten rein.
Das war alles von ASOS. Weiter geht's mit Mango. Bei Mango gibt es gerade einen abartig guten Sale, also schaut auf jeden Fall mal online rein. Das erste Teil, was mir ins Auge gestochen ist, war dieses süße pinke T-Shirt mit einem Rollerskate. Davon ist natürlich noch nicht gebügelt. Kommt alles fresh aus der Tüte. Also, ich habe das hier in der Größe M bestellt. Ich finde es etwas kurz, wobei mit einer High-Waisted oder so reingesteckt in den Jeans, finde ich das extrem cool. Mein Freund meinte, das ist eher so ein Schlaf-T-Shirt. Aber ich finde das, um ehrlich zu sein, richtig süß. Was meint ihr so? Oder findet ihr, der Rollschuh passt nicht zu mir? Rosa ist auf jeden Fall gut. Das Teil hier ist ja wirklich der Streifen-Overload überhaupt. Das ist etwas oversized geschnitten. Das ist in einer Size Small, also S. Und hat so einen runden Schnitt. Unten. Etwas längere Ärmelchen und mit einer Kordel aufgestickt das Wort Dream in rot-weiß gestreift. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es richtig gut. Ich habe erst gedacht, ich finde es nicht schön, weil es also ein bisschen zu groß ist, aber der Stoff ist auch richtig angenehm. Das ist so ein bisschen dickerer Stoff. Was meint ihr so? Ich finde es eigentlich echt ganz süß. Und ich werde den gesamten Frühling nur T-Shirts tragen. Hier haben wir nochmal ein schönes T-Shirt mit zwei Schühlchen drauf und es sagt Ready for the Catwalk. Und deshalb gehen wir mal auf meinen Catwalk. Okay, das ist das T-Shirt. Es ist einfach wieder ein weißes T-Shirt. Wie immer der schöne Schnitt. Ich finde, Mango macht sehr schöne T-Shirts. Passen eigentlich auch immer gut. Ich meine, das T-Shirt ist in S. Kann es jetzt aber nicht genau sagen. Hier sind zwei schöne Schüchen drauf. Und ich finde, das würde wirklich gut aussehen mit einer schwarzen Jeans. Man kann es sogar zum Ausgehen anziehen. Und wie immer würde ich das bestimmt auch in eine High-Waisted Jeans so reinstecken. Fände ich ganz cool. Ach so, ich ziehe dann an, bevor ich das euch zeige. Das nächste ist etwas lustig gemeint und da könnt ihr wieder meinen Charakter oder meinen komischen Kleidungsstil sehen, glaube ich, etwas. Es ist ein weißes T-Shirt, was mit Pailletten bestickt, ein Stück Salat und eine Tomate drauf hat. Und es heißt More Salads, Please. So, leider ist das Teil ziemlich groß und deshalb gefällt es mir auch nicht so. Ich weiß nicht, ich brauche ja nicht aussehen wie ein Salatsack, oder? Finde das ganz süß eigentlich, aber mehr als auf eine Demo zu gehen gegen Tiere essen oder wie sagt man, Demo für Vegetarier oder Veganer, finde ich das jetzt nicht. Also wenn ich das im Büro anziehe, dann lachen die Leute wahrscheinlich über mich. Wäre mir wohl egal, wenn ich schön sitzen würde, aber... Last but not least nochmal ein Streifenteil. Und zwar ist das ein langärmeliger Pulli, der hier einmal sagt Think, Talk, Grr. So, also leider hat das Teil keinen richtigen Schnitt für mich. Die Schultern sind irgendwie zu weit, hier unten ist es zu weit, die Ärmel sind viel zu lang. Und ich finde, ich sehe aus wie ein Panzerknacki, ehrlich gesagt. Grr. Ich muss ehrlich sagen, dass ich denke, dass meinem Freund das Kleid nicht gefällt. Aber I don't care. Mir gefällt's. Was sagt ihr? Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr findet, ich soll sowas öfter machen und auch in der Art. Folgt meinem Kanal für mehr Videos von mir. Supportet meinen Channel. Ich finde, er hat mehr Follower verdient. Und teilt ihn, wenn ihr auch der Meinung seid. Ich würde mich wirklich riesig freuen. Ansonsten folgt mir auf Instagram. Ich poste da auf meiner Insta-Story eigentlich täglich irgendwas. Zwar auf Englisch, weil ich da ein bisschen mehr international sein möchte. Und auch hier, weil ich eigentlich das Ziel habe, noch Untertitel hier einzublenden. Aber wenn ihr mich mögt, dann werdet ihr bestimmt auch meine Snaps mögen. Bis bald, ihr Lieben! Und jetzt stand gerade auf dem Display, Movie-Aufnahme wurde automatisch beendet.
Jetzt muss ich gerade mal nachschauen, wann sie beendet wurde. Oh mein Gott, hatte ich gerade Glück!